Ende der heutigen Verhandlungen berichten. Wir haben sehr konstruktiv weitergearbeitet, sind inhaltlich vorangekommen. Die Arbeitsgruppen haben sehr diszipliniert gearbeitet, das ganze Wochenende durch. War großer Betrieb im Landtag. Das hat uns heute gute Vorlagen geliefert für die Diskussion. Dabei ging es um fachpolitische Themen, aber eben auch um die Frage, die rückgemeldet worden ist, aus den Arbeitsgruppen heraus, wie sieht es denn eigentlich aus mit der Finanzsituation in den einzelnen bestehenden Ressorts. Da ist uns zum Teil Alarmierendes gemeldet worden über die tatsächliche Finanzsituation, die sich im Haushalt so nicht abbildet. Das nehmen wir zur Kenntnis und das ist natürlich auch Gegenstand unserer Gespräche. Für uns ist völlig klar, dass wir alle inhaltlichen Debatten auch führen vor dem Hintergrund der Haushaltssituation und dass wir auch unsere politischen Themen mit Prioritäten versehen wollen. Und das ist immer auch Gegenstand der Diskussionen, die wir jetzt in der großen Runde, aber auch in den Arbeitsgruppen führen. Wir haben uns in zwei Themenfeldern heute verständigt, nochmal auf parlamentarische Initiativen. Ich würde Ihnen gerne berichten, dass wir uns geeinigt haben, dass wir eine Generalrevision des KIBITS schnellstmöglich vornehmen wollen. Unser Ziel ist es, dass wir Anfang Januar 2011 einen Bericht dieser Evaluierung so weit haben, dass wir dann einen Gesetzentwurf verändern können, also einen neuen Gesetzentwurf zum KIBITS einbringen können. Das Ziel ist die Umsetzung zum Kindergartenjahr 2011-2012. Hier ist auch in diesem Feld festzustellen, dass hier eine chronische Unterfinanzierung stattfindet. Das haben wir immer geahnt. Das, was jetzt an Rückmeldung aus dem Ressort kommt, bestätigt das. Das heißt, wir werden sehen müssen, wie wir in diesem Feld zu unserem Ziel, unserem gemeinsamen Ziel vorankommen, nämlich die beste frühkindliche Bildung für alle Kinder zur Verfügung zu stellen. Das wird Gegenstand sein. Bei der Evaluierung geht es um verschiedenste Themenfelder, angefangen natürlich vom Finanzierungssystem über den Betreuungsschlüssel und die Erzieherinnen-Kind-Relation, um das Thema Elternbeiträge, um die Sprachstandsfeststellung und die Wirksamkeit der Sprachförderung. Es geht auch um die Bedarfe in sozialen Brennpunkten und bei eingruppigen Einrichtungen, die Öffnungszeiten, die Vor- und Nachbereitungszeiten und die Fortbildung. Das ist ein wichtiges Thema, was uns auch immer wieder im Wahlkampf entgegengeschlagen ist. Der Einsatz von Ergänzungskräften über Anzahl und Konzept der Familienzentren, die Bedarfsgerechtigkeit der Angebotsstruktur, den Verwaltungsaufwand und nicht zuletzt um die Folge für die Trägerstruktur. Und natürlich werden wir einbeziehen, das, was bisher schon an Stellungnahmen eingegangen ist. Dieser Prozess muss jetzt schnellstmöglich beginnen. Wir beantragen das jetzt fürs nächste Plenum, damit die Evaluierung starten kann und wir im Januar dann abschließen. Soweit zu diesem Feld. Ja, wir sind dann gespannt, ob die FDP sich diesem Antrag anschließt, weil die FDP ja, so hatten wir zumindest den Eindruck, mit der Umsetzung auch nicht zufrieden war. Und wenn ich mich an Herrn Lindner erinnere, hat er mal davon gesprochen, dass das KIBITS zurück müsse in die Montagehalle, sehr zum Leidwesen von Herrn Laschet als zuständigem Fachminister. In jedem Fall sind wir der Meinung, dass dieses Gesetz nicht gehalten hat, was versprochen worden ist mit diesem Gesetz und dass auch die FDP ein Interesse haben müsste, herauszufinden, ob das denn wirklich so ist, durch eine qualifizierte Evaluation. Das nochmal zum Thema, wir laden alle ein, sozusagen die beste Politik für Nordrhein-Westfalen zu machen. Den allgemeinen Ausführungen zum Arbeitsprozess der Koalitionsgespräche und der Arbeitsgruppen kann ich mich nur anschließen, das brauche ich nicht verlängern. Die Leute sind alle wirklich mit großer Leidenschaft und Ernsthaftigkeit an der Sache. Wir sind voll im Zeitplan und können aus unserer Sicht auch erwartungsgemäß dann abschließen. Wir haben noch eine kleine Korrektur vorgenommen, was den Arbeitsprozess angeht, dass wir nämlich gar nicht am Freitag hier tagen, sondern die Arbeitsgruppen weiterarbeiten und wir, wenn es im Plan bleibt, erst am kommenden Dienstag hier wieder in der großen Runde zusammenkommen, um dann hoffentlich den Schlussvertrag hier dann abnehmen zu können. Sie haben also mehr Zeit, Fußball zu gucken, wir nicht, sondern wir arbeiten weiter. Ein zweites Projekt, was wir in den Landtag einbringen werden im Rahmen der Plenartage Mitte Juli, ist eine Initiative, die uns wiederum mit der CDU sehr verbindet, nämlich der Anschluss an die UN-Konvention,
zur Umsetzung im Schulbereich des gemeinsamen Lernens von Kindern mit und ohne Behinderung. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, da hatten wir einen Antrag vorgelegt, der war in einer Anhörung für gut befunden worden, dass nämlich der Rechtsanspruch der Eltern zum Besuch der Kinder in der Regelschule umgesetzt werden muss und überführt werden muss in Landesrecht. Und diesem Vorhaben war die CDU beigetreten. Es gab einen ausverhandelten gemeinsamen Entschließungsantrag von SPD, Grünen und CDU. Den bringen wir jetzt ein und wir laden ausdrücklich die CDU ein, den Weg jetzt mitzugehen. Und dieser Antrag beinhaltet dann einen Auftrag an die Landesregierung, einen Umsetzungsplan, einen Transformationsplan vorzulegen zur Realisierung von gemeinsamen Lernen von Kindern mit und ohne Behinderung. Und er beinhaltet auch den Appell an die Schulämter, doch möglichst die Kinder, die jetzt, also die Kinder von Eltern, die das jetzt wünschen, dass auch in den Regelschulen die Kinder unterrichtet werden. Das kann man noch nicht jetzt gesetzlich regeln, aber wir wissen das, dass in dem Fall auch Frau Sommer diesem Ansinnen positiv gegenübergestanden hat und auch entsprechend gesagt hat, bitte macht das möglich. Und da wollen wir von Landesseite nochmal einen zusätzlichen Akzent von Landesparlament aus setzen, dass die Schulämter auch wissen, das ist von der jetzigen, von der neuen Regierung auch getragen, dass eben möglichst die Kinder mit Behinderung in den Regelschulen, da wo die Eltern das jetzt schon wünschen, erfolgt. Das wissen wir, die Eltern rennen auch von Pontius nach Pilatus und müssen darum betteln, dass die Kinder aufgenommen werden. Das Recht ist jetzt nicht zu schaffen in der kurzen Zeit, aber wenn der Landtag mit großer Mehrheit diesem Appell zustimmt, dann fühlen sich natürlich die Schulämter ermuntert, hier auch nach Wegen zu suchen, dass die Kinder unterkommen. Das Problem immer die FDP. Genau, das Problem war da die FDP, die das nicht wollte. Und die CDU wäre gerne mitgegangen. Und jetzt hat sie die Möglichkeit, befreit von Koalitionszwängen, auch hier dieses Signal mitzunehmen.